freue ich mich recht herzlich. Darf euch begrüßen hier am Dienstagnachmittag. Schön, dass ihr da seid. Heute unter dem Motto Fracking richtig verbieten. Die Stimmung ist gut, die Stimmung ist kämpferisch vor allem. Das Wetter ist heute ein bisschen gedrückt und das ist aber auch angesichts der heutigen politischen Lage durchaus so angemessen. Wir sind heute hier, weil es um Fracking geht und weil es heute um die Ministerin Hendricks geht. Wir wollen heute, wie ihr wisst, ganz, ganz, ganz viele Unterschriften, die in den letzten Monaten gesammelt wurden, überreichen an die Bundesumweltministerin. Insgesamt von Campact, BUND, BBU und Umweltinstitut München zusammen über 650.000 Unterschriften. Ich erzähle euch ganz kurz ein bisschen, wie der Ablauf sein wird. Wir werden gleich, wenn ihr Lust habt, gemeinsam lautstark agitieren, ein paar kämpferische Slogans zusammenrufen und schöne Bilder produzieren. Ihr seht hier im Vordergrund, sieht man, wird schon Probe gefrackt, direkt vom Ministerium. Wir werden dann zwei kurze Redebeiträge hören von Ann-Kathrin Schneider vom BUND und Chris Metmann von Campact. Und dann werden die Kolleginnen und Kollegen, auch die Franziska, werden reingehen zur Ministerin, ein kurzes Gespräch mit ihr, ungefähr 20 Minuten haben. Und dann laden wir euch ein, hier zu bleiben, auch die Pressevertreterinnen und Vertreter. Bleiben Sie gerne hier, bleibt gerne hier. Gegen Viertel vor, 20 vor spätestens, kommt dann die Ministerin auch persönlich raus und wird dann hier öffentlich bei unserer Aktion die Unterschriften in Empfang nehmen. Ja, und solange wir uns ein bisschen aufwärmen, ich weiß, wie viel, ja, ihr seid da, ihr seid gut gelaunt, ihr seid kämpferisch, ja. Ihr seid alles Berliner oder sind auch Leute von außerhalb angereist? Nordrhein-Westfalen! Ja, Dirk, ich weiß. Also in NRW ist da vertreten durch Dirk, ich vermute ein paar Münchner sind auch persönlich gekommen. Denn nicht nur digital, sondern auch offline ist es immer wichtig, in Präsenz zu zeigen, mit dem Körper da zu sein, mit der Stimme und mit dem Gesicht hier klar zu machen. Wir wollen kein Fracking. Wir halten das für eine ganz falsche Entscheidung. Wir wollen eine ordentliche Energiewende ohne den Einstieg in einen neuen fossilen Energieträger, der zudem das Grundwasser gefährdet, der nachfolgende Generationen gefährdet und der, wie gesagt, im Rahmen der Energiewende einfach Quatsch ist. Und deswegen fordern wir heute, so simpel es klingt, aber so schlagkräftig ist es, Fracking richtig verbieten! 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 So, das wird gebohrt. Warum richtig verbieten? Ihr wisst, in dem Gesetzentwurf, der gerade im Kanzleramt hin und her geschoben wird und zum Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, geht es darum, offiziell Fracking zu verbieten, aber Ausnahmen hier und so weiter und so weiter. Wir sind gegen all diese Ausnahmen. Es ist ganz klar, jede Ausnahme, jede Probebohrung ist ein Einstieg ins Fracking. Und das wollen wir nicht, das wollen wir verhindern, das ist politischer Unfug. Schluss damit, Frau Hendricks, Schluss damit, Frau Merkel. Fracking richtig verbieten. 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 Genau, ihr seht hier vorne, geht es gleich mit der Probebohrung los. Wir haben nämlich gedacht, ne, Schiefergas ist überall. Wir wollen mal zeigen, wie das aussieht hier vor Ort, direkt vor dem Ministerium, dass die Ministerin und die Bundesregierung sich schon mal ein Bild machen können, wie das dann aussieht, wenn ihre Pläne wahr werden. Und ich würde sagen, unter einem guten tosenden Buhen und Pfeifen und was ihr alles dabei habt an negativen Lautstärken und Tönen mit euch, macht doch mal einen ordentlichen Lärm gegen diese beiden Fracking-Bohrer hier.
Sagen derer, die das Fracking betreiben, ganz gesund, das kann man trinken, die Chemikalien sind alle ungiftig. Das halten wir A für Quatsch und zweitens, auch ohne diese Chemikalien oder weniger gefährlichen, sind es nach wie vor Tonnen von Chemikalien, die hier ins Erdreich verpresst werden und die Folgen sind unabsehbar. Darüber hinaus, diese Technologie brauchen wir nicht. Wir können anders sauberen, erneuerbaren Strom gewinnen. Ein kleiner, ich darf euch noch einmal alle herzlich begrüßen, auch die, die jetzt dazugekommen sind. Großartig, dass ihr heute hier seid in Berlin, um die 650.000 Unterschriften zu überreichen an Frau Hendricks. Und es ist wunderbar, es sind ganz viele Leute da vom BBU, vom Campback, vom Umweltinstitut München, Bundjugend und BUND, alle heute hier stellvertretend für all diese Hunderttausenden im Land, die diesen Appell unterzeichnet haben, Fracking richtig verbieten. Wie gesagt, organisatorisch geht es wie folgt, zwei, drei Anmerkungen, gleich gibt es zwei kurze Redebeiträge, im Anschluss werden dann die Vertreter der Organisation, die den Appell initiiert haben, zu Frau Hendricks reingehen und mit ihr ein kurzes Gespräch halten. Und sie werden dann nach ca. 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie das Gespräch so verläuft, hier gemeinsam rauskommen und die Unterschriften dann auch praktisch überreichen mit uns gemeinsam, stellvertretend für die vielen hunderttausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In der Zwischenzeit werden wir ein bisschen ruhiger sein, die stimmen schon, bleibt aber gerne bitte dabei. Und es gibt hier die Anfrage von den Kolleginnen und Kollegen von Monitor, kennt ihr, in der ARD-Politikmagazin. Die würden sich über ein paar O-Töne freuen, also wer Interesse hat, die werden dann sicher auf euch zukommen, euch ansprechen. Genauso alle anderen Pressevertreter, herzlich eingeladen hinzubleiben, bis dann Frau Hendricks auch rauskommt und heute diese Unterschriften übergibt. Ich würde sagen, Chris, du bist soweit, wir haben jetzt zwei kurze Redebeiträge, einmal Chris Metmann vom Campback, Lankerfin Schneider und Chris wird uns jetzt erstmal sagen, worum es dabei Fracking insgesamt geht. Chris, viel Spaß. Danke, das klingt jetzt nach Vorlesung, habe ich aber nicht vor. Toll, dass ihr alle hier seid, super, dass ihr so viele seid und das ist dringend nötig. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in der vergangenen Woche hat Exxon massiv Werbung gemacht für Fracking mit der Behauptung, das wäre alles ungefährlich, das könnte man ruhig machen. Das ist absoluter Quatsch. Aber wir merken, die Gegenseite bewegt sich und wir müssen aufpassen, dass die Politik, die da drinnen sitzt, die gerade fieberhaft an einem neuen Fracking-Gesetz arbeitet, dass die auf diese Lügenmärchen nicht reinfällt. Und auch deswegen sind wir heute hier, um Exxon und Co. zu sagen, so nicht, auf eure Märchenstunde fallen wir nicht rein. Die Regierung hat ja im Frühsommer ein paar Eckpunkte vorgelegt, wie sie sich das vorstellen mit dem Fracken. So ganz genau, was dabei rauskommt, wissen wir nicht, aber das, was wir bis jetzt gehört haben, klingt nicht besonders gut. Deswegen sind wir heute hier, um Frau Hendricks unseren Appell zu überreichen, um ihr zu sagen, dass das, was da drin steht, was sie vorhat, dass das nicht ausreicht. Denn es wird gerne behauptet, das macht die Regierung gerade sehr häufig, sie sagt, hier werden besonders strenge Regeln für Fracking eingeführt. Hier werden besonders hohe Standards gesetzt, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Aber die Behauptung, hier würde Fracking verboten weitgehend, ist einfach nicht haltbar. Das ist genau so ein Etikettenschwindel wie das, was Exxon hier uns vorgemacht hat. Das ist genau so eine Halbwahrheit. Fracking wird nicht verboten, wenn diese Pläne so umgesetzt werden. Und deswegen sind wir heute hier, um zu sagen, Fracking richtig verbieten. Ja. Ein Grund, warum wir unzufrieden sind mit dem, was da drinnen geplant wird, den könnt ihr hier direkt bewundern. Das ist nämlich der Plan, dass fast überall in Deutschland Probebohrungen ermöglicht werden sollen. Die sind ja angeblich so ungefährlich, aber natürlich ist eine Probebohrung genauso eine Fracking-Bohrung wie jeder andere auch. Das birgt dieselben Gefahren und die Frage drängt sich auf.
wenn wir das Ganze doch gar nicht haben wollen, wenn wir Fracking gar nicht machen wollen, warum erforschen wir das dann? Da scheint mir schon gleich eine Hintertür für Exxon und Co. eingebaut und das können wir so nicht akzeptieren. Aber es wird noch abstruser, denn Fracking soll nur verboten werden in bis zu 3000 Meter Tiefe. Darunter bleibt alles wie bisher, man kann fracken. Und es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg, keine Anzeichen dafür, dass es darunter in irgendeiner Form weniger gefährlich, weniger riskant, weniger gesundheitsgefährdend oder trinkwassergefährdend ist als darüber. Das ist eine willkürliche Grenze. Und diese Grenze ist auch widersprüchlich. Denn es wird häufig behauptet, dass Fracking in Schiefergas, was wir aus den USA kennen, wird in Deutschland nicht zur Anwendung kommen. Aber es gibt viele Vorkommen auch jenseits von 3000 Metern und da wird dann, wenn diese Pläne Gestalt annehmen und zum Gesetz werden, auch da wird dann gefrackt werden dürfen. Und auch das wollen wir nicht hinnehmen. Die größte Schweinerei ist das, was die Herren hier von Exxon, Damen und Herren, in der Hand halten. Nämlich das Lagerstättenwasser, der sogenannte Flowback, was bei jeder Fracking-Bohrung, egal ob da Chemie oben reingetan wird oder nicht, und ich glaube eigentlich nicht, dass es ohne Chemie wirklich möglich ist, aber selbst wenn es möglich wäre, nur mit klarem Wasser zu fracken, dann werden durch den hohen Druck in der Tiefe Schwermetalle, radioaktive Isotope, Kohlenwasserstoffe gelöst, und die kommen als giftiges Lagerstättenwasser, was man hier bewundern kann, wieder nach oben. Und dafür gibt es überhaupt gar keine richtige Lösung. Die Konzerne wollen das wie bisher in Tanklastwagen füllen und dann durch die Gegend fahren und irgendwo anders wieder unter der Erde verpressen. Und das ist eine Riesenschweinerei, das ist ein Skandal. Und es ist einfach nicht hinzunehmen, dass Abfall, überall sonst muss man Abfall beseitigen. Hier wird er einfach mit gesetzlichem Segen dann wieder im Boden verpresst. Das können wir nicht hinnehmen und deswegen sind wir heute hier. Die Konzerne sagen, die Reinigung dieses Wassers, die wäre ihnen zu teuer. Aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen keine Profite auf Kosten unserer Gesundheit. Wir wollen keine Profite auf Kosten der Umwelt. Wir wollen keine Profite auf Kosten unseres Trinkwassers, was durch irgendein Abwasser verschmutzt wird. Wir wollen Fracking richtig verbieten. Ja, danke Chris für diese Einschätzung und diese Einordnung. Und jetzt habe ich Ann-Kathrin bitten, erzähl uns doch, warum ist es so wichtig, dass wir gerade heute hier sind? Wir auch heute. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Es ist total wichtig, dass wir heute hier sind, weil uns kann es gelingen, das Fracking-Erlaubnisgesetz noch zu stoppen. Im Moment haben wir gehört, die Regierung wollte eigentlich schon kurz nach der Sommerpause dieses Fracking-Erlaubnisgesetz durch den Bundestag kriegen und beschließen. Im Moment liegt es noch immer nicht in anderen Ministerien vor. Also wir haben heute wirklich die Möglichkeit, an die Umweltministerin direkt zu gehen und zu sagen, dieses Fracking-Erlaubnisgesetz, was Sie im Moment schreiben, ist das Falsche. Was wir wollen, ist ein Fracking Verbotsgesetz. Wir wundern uns wirklich, vor anderthalb Jahren schon mal hat die letzte Bundesregierung schon mal versucht, ein Fracking-Erlaubnisgesetz durch den Bundestag zu bekommen. Es ist ihnen nicht gelungen, der Widerstand in der Bevölkerung gegen Fracking war damals zu groß und ist auch heute noch zu groß. Wir fragen uns, warum so viel Energie und so viel Ressourcen jetzt in dieses neue Gesetz gesteckt werden, wo noch versucht werden soll, die letzten kleinen Reste Gas, die es in unkonventionellen Lagerstätten unter der Erde vielleicht noch gibt, mit einer Hochrisikotechnologie zu fördern. Die Antwort ist unserer Meinung nach, die Unternehmen, die an Fracking verdienen würden. Wir haben die große Anzeigenkampagne von ExxonMobil erlebt letzte Woche gerade in den Zeitungen, wo ExxonMobil klar sagt, sie möchten fracken in Deutschland und sie möchten mit uns, mit der Bevölkerung darüber reden. Aber auch heute Morgen sind die Neuigkeiten gekommen, dass Siemens jetzt seine Haushaltsgerätesparte abgegeben hat, ein US-Unternehmen gekauft hat, was Technologie für Fracking herstellt. Die Managerin von Siemens, die amerikanische Managerin, die jetzt zuständig ist für Fracking bei Siemens, die wird zitiert als eine, die die Sprache des Öls und des Gases versteht. Wir verstehen diese Sprache nicht. Verstehen wir die Sprache von Öl und Gas? Frau Hendricks, welche Sprache sprechen Sie? Sprechen Sie die Sprache des Öls und des Gases oder sprechen Sie die Sprache der Menschen und der Natur?
Wenn Sie die Sprache der Menschen und Natur sprechen, schreiben Sie ein Fracking-Verbotsgesetz. Danke an Katrin. Franziska wollte noch zwei, drei Worte an euch richten. Gebe ich dann das Mikrofon direkt weiter. Ja, hallo, ich wollte auch nochmal ganz herzlich allen Unterstützern des Umweltinstituts München danken, dass ihr auch hier seid, dass ihr mit uns gegen Fracking kämpft. Ihr habt es schon von den Kollegen gehört. ExxonMobil und Konserven werfen jetzt kurz vor der Veröffentlichung des Gesetzesentwurfs die PR-Maschinerie nochmal an. Aber wir haben dem etwas entgegenzusetzen. Auch wir sind hier und versuchen nochmal Einfluss zu nehmen und setzen uns für ein bundesweites Fracking-Verbot ein. Denn das ist wichtig, gerade jetzt in den Zeiten, wo klar ist, wir können unter den aktuellen Bedingungen unsere Klimaziele nicht erreichen. Wir müssen einen großen Teil der Kohle-, Öl- und Gasreserven in der Erde lassen und ganz im Gegenteil eben nicht mit Fracking und anderen umweltschädlichen Methoden noch weiter danach graben. Und in diesem Sinne, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung gegen Fracking. So, danke nochmal, Franziska Buch, war das vom Umweltinstitut München. Wenn ich richtig informiert bin, geht ihr jetzt rein, ne? Genau. Lass uns doch, wenn ihr Lust habt, gemeinsam rufen wir die klassischen Slogans Hopp, 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 Fracking, Stopp und begleiten mit diesen Rufen lautstark hier unsere Vertreterinnen und Vertreter, die dann für die Initiatoren des Appells natürlich stellvertretend für die ganzen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, denn ohne die ist so ein Appell nichts, dass dadurch wird dieser Appell so schlagkräftig und hat so eine große politische Wirkung, die dann jetzt hier reingehen zum Gespräch mit der Ministerin und genau, danach warten wir und können uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen mit der Presse reden, ein bisschen uns die Beine hier vertreten, bis dann diejenigen zurückkommen. Ne, bohren tun wir in der Zwischenzeit nicht. Es ist ästhetisch schön, aber es nur diesen kleinen Umfall. Gut, ist die Verhandlungsgruppe in Anführungsstrichen soweit? Geht ihr rein, oder? Noch 5 Minuten. Gut. Na ja, gut, dann lass uns doch noch was rufen, damit die schon mal wissen, was auf sie zukommt. Hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! 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 Alle? Hopp, hopp, hopp! Wir brauchen den A2-Abteilung! Fracking, stopp! Hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! Oder hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! Hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! Hopp, hopp, hopp! Ich hatte ihn noch nicht zu den Schild angestellt! Wird er wieder gefragt? Nochmal. Ich würde einmal was sagen, bevor die Fragen. Fracking, stopp! Hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! Slow, gern, stopp. Ich wollte mal darauf hinweisen, weil das ist schon mal nicht eine ganz, ganz gewöhnliche Unterschriftenübergabe, die wir hier machen. Ihr seht, ich kann das mit einer Hand kaum heben. Das hier sind 2 dicke Hefter. Das sind 500.000 Unterschriften. Das ist der 2. Appell, den wir je gestartet haben. Und das ist phänomenal. Diese Ordner haben ein ziemliches Gewicht und wie schon vorhin gesagt, wir gehen jetzt gleich da rein und hoffen dann auch wirken zu können, dass diese Unterschriften politisches Gewicht erlangen, insbesondere dann, wenn wir nachher diese Unterschriften Frau Hendricks übergeben. Denn das ist ein starkes Zeichen, 500.000 Menschen, die gegen Fracking unterschrieben hat. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie man dann guten Gewissens noch ein Fracking-Erlaubnisgesetz so planen kann, wie es gerade passiert. Das, die Antwort lautet natürlich nein. Also, ich habe gehört, hier ist die zweite Probebohrung heute schon geplant. Vielleicht an die Pressevertreterinnen und Vertreter, wenn Sie noch Lust haben auf ein gutes Foto und ein gutes Bewegtbild. Hier ist Ihr Moment am heutigen Dienstag. Da werden die Maschinen und die Hydraulik-Dritte eingeschaltet.
und die Wissenschaftler untersuchen das Wasser. Man kann es trinken, sagt man. Ich würde es ja nicht machen. Man sieht, was da mit einem passiert. Dann wachsen einem solche Anzüge. Okay, ganz kurz organisatorische Durchsage, bevor es mit dem Fracking losgeht. Hat jemand dieses Paket in DIN A2 gesehen irgendwo? Also Paket, von den Orgas? Als A2. Ein Schild. Das Motiv. Hat das jemand mitgenommen zufällig, weil er es schön fand? Ja, da hinten ist er, da, ich sehe es. Ja, gut, wunderbar, danke schön. Sollen wir die einen, du hast einen und ich gut. Hier noch dazu. Kannst du auch die Kante dazu? Pass auf, ist auch gleich. So, hier sind sie, unsere Vertreterinnen und Vertreter, die gleich die Unterschriften mit Reinigung, das heißt im Gespräch reingehen. Aber es braucht gleich, ne? Vom BNDBDU Camp Act und Umweltinstitut München. Mehr als 650.000 Unterschriften, die wir heute übergeben an die Ministerin mit dem klaren Appell: Fracking richtig verbieten! Fracking richtig verbieten! Fracking richtig verbieten! Fracking richtig verbieten! Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir heute hier sind, dass wir heute 600 drin, noch stehen sie vorne an einem Fang und man lässt uns hier warten. Ja, das wird dann ein Termin, wir sind ja verabredet zu einem kurzen Gespräch und zur Übergabe. Das wird schon alles, hier noch kurze Sicherheitsüberprüfungen dann. Funktioniert auch das. Was möchtest du mir mitteilen? Man wartet, man lässt die Leute warten. Das ist nicht so nett, aber wir haben ja die Zeit. Auch so ein Kampf braucht Beharrlichkeit, manchmal Geduld. Lass uns gleich, wenn Sie dann reingehen, nochmal Sie mit einem ordentlich akustischen Signal sozusagen reinschubsen, reindrücken.
Aber wir warten gleich noch ganz kurz. Schonen die Stimme. Ich kann ganz kurz, wo jetzt Passantinnen und Passanten vorbeikommen. Wer steht hier? Steht ganz viele aktive Stellvertretende für 650.000 Menschen im ganzen Land, die gegen Fracking unterzeichnet haben. Wir sagen Fracking richtig verbieten. Mitgeteilt, dass man eine Sexlosigkeit ohne giftige Chemikalien entwickelt hat. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Arbeit des Gesetzentwurfs? Soweit ich das gelesen habe, hat ExxonMobil von nahezu ohne gesprochen. Ich habe die Anzeigen auch wahrgenommen. Aber auf die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs braucht man insofern schon keinen Einfluss haben, weil ja auch für die von uns vorgesehenen Probebohrungen, in dem Gesetzentwurf, den wir vorhaben, drinsteht, dass also nur der Gewässerklasse, der Schadstoffklasse 0 verwandt werden dürfen. Das heißt also, auch für Probebohrungen braucht man eine solche Technologie. Wird es bei dieser 3000 Meter Grenze bleiben, die ja in den Öffnungen auch drinstellt? Ja, das spricht wirklich sehr viel dafür, dass es dabei bleibt. Das hat geologische Gründe. Zum einen ist man dann weit genug entfernt vom Grundwasser, das in diesen tiefen Tiefen vorkommt. Und zum anderen ist die geologische Formation so, dass da gleichsam eine geologische Sperre eingebaut ist, sodass also auch für die Untersuchungen auf wissenschaftlicher Basis wir ja nicht nur für diese tiefen Tiefen unter 3000 Meter das erlauben wollen. Wie groß ist denn der Lobbydruck im Moment, auch mit Blick auf die Russland-Krise? Es gibt durchaus einen Lobbydruck, das hat man ja kennen schon festgestellt, auch gerade im Hinblick auf die große Anzeigenkampagne, die in der vergangenen Woche gelaufen ist. Aber ich will dazu sagen, ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt, selbst wenn wir Fracking aus kommerziellen Gründen erlauben würden, was wir nicht tun werden, aber selbst wenn wir es tun würden, würde es sicherlich erst dann zur Verfügung stehen, wenn doch hoffentlich die Russland-Ukraine-Krise längst überwunden ist. Haben 650.000 Unterschriften eine Auswirkung? Ist das egal? Auf mich persönlich gar nicht, weil ich fühle mich sehr gestützt mit diesen 650.000 Unterschriften. Das freut mich also. Das hat uns als Gesetzgeber natürlich auch nochmal den Rücken stärken, gerade auch wenn andere Interessen vertreten werden. Dürfen wir vielleicht auch mal was dazu noch sagen? Können wir einfach kurz rübergehen, auch zu den Demonstranten, da haben wir eine Lautsprecheranlage und dann können wir da. Wie gesagt, es gehört auch nur dazu, sich den Leuten zu stellen. Das finde ich gut, die Liste rüber und drüber. Mikro. Ja, Frau Hendricks, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier einmal 500.000 Unterschriften von BUND, DDU und Impact entgegenzunehmen, 150.000 vom Münchner Umweltinstitut. Auf der einen Seite stärken wir Ihnen den Rücken, wir sagen, dass der Gesetzentwurf, der ist ein großer Fortschritt gegenüber dem, was Herr Altmaier letztes Jahr vorgelegt hat. Auf der anderen Seite erfüllt es dann doch nicht die Forderungen, die auch die 500.000 oder auch insgesamt 650.000 Leute unterzeichnet haben, nämlich alle Formen des Vergehens zu verbieten. Sie wissen, der Gesetzentwurf adressiert vor allem das Unkonventionelle, aber das Konventionelle Vergehen. Das ist ein Zeitgas, gerade in Niedersachsen sehr verbreitet. Dazu sagt der Gesetzentwurf nichts. Und wir sagen ganz klar, wir brauchen ein Komplettverbot. Wir brauchen auch ein Verbot im Sandgestein und nicht nur in den Kohleflözen. Und das ist eine wichtige Forderung, wo wir Sie auffordern, dann nochmal nachzubessern. Zweiter wichtiger Punkt für uns ist das Lagerstättenwasser. Da sieht der Gesetzentwurf vor, dass das weiter verpresst werden kann, obwohl es umwelttoxische Substanzen enthalten kann, radioaktive Isotope, Kohlenwasserstoffe. Und da sagen wir, das kann doch eigentlich nicht sein, dass bei jedem anderen Industriebetrieb, wenn es da Abwässer gibt, dann können die selbstverständlich nicht einfach in den Boden verpressen. Und genau diese Anforderung muss man auch ins Fracking und in die Fracking-Industrie stellen. Hier braucht es eine klare Regelung fürs Flowback, dass das industriell gereinigt wird, fachgerecht geklärt wird und nicht einfach weiter in den Boden gepresst werden kann. Wichtig ist uns auch noch ein dritter Aspekt. Unter 3000 Metern, Sie haben eben schon drüben gesagt, wäre das weniger gefährlich, aber natürlich werden Grundwasserleiter trotzdem bei der Bohrung
durchstochen. Und auch trotzdem haben wir auch unter 3000 Meter erhebliche Risiken. Uns kommt diese Grenze völlig willkürlich gesetzt vor. Und ein letzter Punkt, das sind Probebohrungen. Wir haben hier eine schöne Probebohrung aufgebaut und wollen aber auch damit nochmal zeigen, wir wissen doch eigentlich, wir brauchen diese Technologie nicht in dem Land. Und in einigen Jahren, wenn die Energiewende weiter fortgeschritten ist, dann werden wir erst recht keine Fracking-Technologie brauchen. Also warum dann Probebohrung? Das heißt für uns, bessern Sie nach beim konventionellen Fracking. Ich weiß, das wird nicht einfach mit Ihren Kollegen aus Niedersachsen, aber ein echtes Fracking-Gesetz muss Unkonventionelles adressieren. Schauen Sie, dass es keine Lücken gibt im Gesetzentwurf unter 3000 Meter. Und schauen Sie, dass wirklich beim Lagerstättenwasser, beim Flowback was passiert. Das kann doch nicht sein, dass der einfach weiter verbohrt werden darf. Also sehen Sie das an. Wir stützen Sie auf der einen Seite, aber treiben Sie auch Ansicht gegenüber den Niedersachsen und auch Herrn Wirtschaftsminister Gabriel gegenüber durchzusetzen. Also wir haben Politiker, wir haben es ja nicht leicht, denn um das mal so zu sagen, bis jetzt war das konventionelle Fracking, welches seit etwa 50 Jahren in Niedersachsen stattfindet, nicht eine ernsthafte Auseinandersetzung in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe mich jetzt um das unkonventionelle Fracking gekümmert, nämlich das, was von Interessenten neu in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden soll. Und ich bin in der Tat Ihnen dankbar, dass Sie mir über 650.000 Unterschriften bringen, die meine Position an dieser Stelle stützen. Sie werden aber jetzt ehrlicherweise nicht von mir erwarten können, dass ich eine bestehende Industrie, die in Niedersachsen seit 50 Jahren besteht, mal einfach so mit einem Federstrich beenden kann. Das wissen Sie auch, dass das so einfach nicht geht. Selbstverständlich werden wir höhere Anforderungen als bisher auch an das konventionelle Fracking stellen, zum Beispiel Bohrlochintegrität, Nachweis und vieles andere, auch die UVP im Bergrecht, die es vorher nicht gegeben hat, bei dem seit 50 Jahren stattfindenden konventionellen Fracking. Alles das werden wir tun. Das erfüllt nicht Ihre Maximalforderungen. Das sehe ich ein, dazu stehe ich aber auch. Ich hätte aber gern mal ein kleines Dankeschön für den großen Rest. Also von uns hören Sie zumindest ein kleines Dankeschön bekommen. Wir wissen, Ihren Einsatz zu würdigen. Wir wissen ja auch, dass Sie es nicht so ganz leicht haben gegenüber den Interessen von ExxonMobil und einem Wirtschaftsminister, der ja noch mehr Fracking-Freund als Gegner ist. Aber ich möchte Ihnen noch eins entgegnen. Sie sagten eben, das sei quasi eine Lex Niedersachsen, um dort Bestandsschutz zu gewähren. Das ist es ja nicht. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Sie sind Niederrheiner. Ich bin Niederrheiner. Von daher, Sie ermöglichen mit den Eckpunkten, wenn das denn so gesetzt wird, auch das Fracking in Nordrhein-Westfalen, in einem Land, wo eine rot-grüne Landesregierung sich ganz massiv sowohl gegen Probebohrung als auch Fracking und jeglicher Art von Fracking-Aktivitäten ausgesprochen hat. Gerade am Niederrhein, wo Sie herkommen, zumindest in südlichen Bereichen und im zentralen Münsterland, erreicht das flötzende Oberkarbon Tiefen von 4500 Metern. Und da befürchten wir natürlich, die ganzen Bürgerinitiativen, aber auch Ihre Wahlkreisabgeordneten und die anderen politischen Vertreter, dass Sie mit diesem Gesetz das Fracken in Nordrhein-Westfalen in den tieferen Schichten ermöglichen würden. Und das können wir nicht akzeptieren, das wollen wir nicht akzeptieren. Und es wäre auch schade, wenn Sie damit den schwarzen Peter dann zu den Landesregierungen rüberschieben, die dann gerade das Problem vor der Brust haben und den geballten Volksfront spüren müssen. Also insofern wäre es gut, bessern Sie nach. Wir wollen ein generelles Fracking-Verbot. Und nochmal, energiepolitisch ist dieses gefleckte Erdgas vollkommen überflüssig. Wir möchten Sie schon bitten, das, was die Bundesregierung festgelegt hat, in Sachen Energiesparprogramme, in Sachen Gebäudedämmung zügig umzusetzen, da können wir ein Vielfaches der mit gefleckten Erdgas überhaupt förderfähigen Menge an Erdgas einsparen. Das wäre noch der richtige Weg. Ich stimme Ihnen in der Analyse zu, ich halte gefrecktes, unkonventionell gefrecktes Erdgas energiepolitisch auch für überflüssig. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf
rascher und preiswerter decken als mit irgendeiner Form von unkonventionellem Fracking. Auf der anderen Seite müssen Sie allerdings auch bedenken, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Schutz des Grundgesetzes leben. Und das Grundgesetz unter anderem erwartet, dass man die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahrt, dass man Forschungsfreiheit gewährt, dass man Berufsfreiheit gewährt. Deswegen ist ein totales Verbot so leicht nicht zu machen. Und deswegen haben wir uns auch darauf verständigt, Probebohrungen selbstverständlich ausschließlich mit Fleckflüssigkeiten, die Wassergefährdungsklasse 0 haben, zuzulassen. Das müsste es erstmal geben. Darüber hinaus darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir ein Rechtssystem haben, welches ausdifferenziert ist. Wir kümmern uns hier auf der Bundesebene um das Wasserhaushaltsgesetz, um das Bundesnaturschutzgesetz und um das Bergrecht. Auf der Landesebene kann man zum Beispiel durch Landesplanung noch weitergehende Ausschlüsse vornehmen. Genau. Wir sind aber nicht zuständig für Landesplanung. Allerdings weisen wir auch öffentlich darauf hin, dass man natürlich auf landesplanerischer Ebene noch weitergehende Beschränkungen vornehmen kann. Nur können wir das nicht, weil wir für das Landesplanungsrecht mal nicht zuständig sind. Wir machen alles in unseren Rechtsgebieten, was wir machen können. Nochmal. Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und Bergrecht. Und weitergehende Einschränkungen können nach Landesrecht auf der Landesebene erlassen werden. Und ich gehe auch davon aus, dass sie in den meisten Ländern erlassen werden. Auch was Probebohrungen anbelangt, davon gehe ich aus. Aber ich kann natürlich kein Landesrecht hier im Bundesrecht regeln, sondern das muss man vor Ort dann regeln. Deswegen, für heute würde ich mal sagen, herzlichen Dank für die Unterstützung. In allen Punkten kann ich Ihnen nicht folgen, werde ich Ihnen auch nicht folgen. Und Sie haben gemerkt ja auch, also Sie haben eben nicht widersprochen, als ich gesagt habe, seit 50 Jahren wird in Niedersachsen gefreckt. Und bisher haben sich verhältnismäßig wenig Menschen darüber aufgeregt. Es waren noch keine. Aber das wird ja in Zukunft anders. In Zukunft muss es alles dokumentiert werden, es muss auch die Bohrlochintegrität gesichert sein, es muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung, auch für das konventionelle Fracking, auch in Niedersachsen eingeführt werden. Wer macht die Prüfung? Ja, selbstverständlich die Behörden, wie es sich gehört. Wir haben jetzt eine Situation, als noch vor 50 Jahren. Sie kommen gerade vom UN-Klimagipfel und haben gehört, die Lage ist ernster denn je. Genau. Im neuesten Teil zum Teil aus der Forschung veröffentlicht worden, die Tendenz geht steil nach oben. Und diese Situation hatten wir vor 50 Jahren noch auch, und darauf müssen wir jetzt reagieren. Und führende Wissenschaftler haben auch in diesem Kontext gefordert, mehr als die Hälfte der weltweiten Kohle-, Öl- und Gasreserven müssen in der Erde bleiben. Und in einem solchen Kontext Fracking zu ermöglichen, läuft den Bemühungen, unser Energiesystem emissionsarm und klimafreundlich zu gestalten, diametral entgegen. Yeah! Und deswegen fordern wir jetzt ein generelles Fracking-Verbot. Sie haben mich an Ihrer Seite, wenn es darum geht, neue Quellen, zusätzliches Fracking, unkonventionelles Fracking nicht zu erlauben. Jawohl, aber ich, ja. Probebohrungen. Warum dann? Habe ich Ihnen gerade versucht zu erläutern. Ich werde aber Ihnen nicht versprechen, dass das konventionelle Fracken, was seit 50 Jahren in Niedersachsen stattfindet, gänzlich verboten wird, sondern ich werde Ihnen nur versprechen, dass wir weitaus höhere Anforderungen an das konventionelle Fracken stellen werden, als in den letzten 50 Jahren und bis heute dort gelten. Aber ich werde nicht die gesamte Fracking-Industrie in Niedersachsen sozusagen zum Erliegen bringen, die es seit 50 Jahren gibt. Übrigens mein niedersächsischer Umweltkollege Minister Wenzel von den Grünen auch nicht, um das nur mal so zu sagen. Also ich will mich nicht hinter ihm verstecken. Ich will nur sagen, dieses ist sozusagen ein breiter Konsens in der Politik der Bundesrepublik Deutschland, dass das konventionelle Fracken in Niedersachsen
zwar strengeren Regeln unterworfen werden wird, aber nein, nein, nicht in der Natura 2000 gelegt. Auch das Papier von letzter Woche war drin. Sie kennen ja den Gesetzentwurf noch nicht, weil er auch noch nicht fertig ist. Und dann seien Sie mal ganz schön ruhig. Seien Sie mal ganz schön ruhig. Und ich würde Sie einfach darum bitten, es würde uns allen helfen, wenn Sie mich als Ihre Verbündete betrachten würden. Dankeschön. Ja, hallo. Ja. Also, die würden wir Ihnen natürlich noch gerne in die Hand drücken und verstehen das wirklich als Ermutigung, wenn Sie strenge Regelungen, sprich in Richtung generelles Backing-Verbot treffen, dann haben wir uns zu 100% an Ihrer Seite. Ja, also wir haben 500.000 Unterschriften für Sie, die hier gesammelt wurden vom BUND, BWU und Campact, dann nochmal 160.000 vom Münchner Umweltinstitut. Also wirklich eine Ermunterung für Sie, zu streiten gegen Fracking. Wir sehen wirklich, das will ich auch nochmal betonen, wirklich große Verbesserungen gegenüber dem Entwurf von Herrn Altmaier aus letztem Jahr. Das ist wirklich an vielen Stellen weit besser. Und deswegen sehen Sie es auch als Rückenstärkung, hier noch ein Stück mehr rauszuholen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Okay. Fracking richtig verbieten! Fracking richtig verbieten! Vorsicht, der Busch! Fracking richtig verbieten! Man dreht dann Wasserhahn auf. Und Chris fügt noch etwas hinzu von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Schöne Aktion, starke Aktion. Ich glaube auch eine gute Sache, hier heute Frau Hendricks getroffen zu haben, die sich auch dem Protest gestellt hat. Fühlen Sie sich jetzt, wenn es so einen Konsens angeblich gibt, irgendwie so als ewig gestriger Bedenkenträger oder gar als Spinner? Dass uns da dranbleiben, dass hier vielleicht tatsächlich eines Tages, so wie sich das gewünscht hat, unsere Verbündete sein kann. Dann sind wir am Ende verpetzt. Wenn es diesen Konsens denn gibt, warum verhalten Sie sich nicht konform und sagen, okay, ja, wenn die müssen es ja wissen. Ja, die müssen es wissen. Wenn man sich anguckt, wo diese ganze Fracking-Debatte angefangen hat und wo wir jetzt stehen, haben wir schon ein ganzes Stück geschafft. Wenn ich das nicht an euch, das ist euch zu verdanken. Und wenn wir so weitermachen, bin ich mir sicher, dass wir es schaffen, Fracking richtig zu verbieten. Was ergibt denn die Wissenschaft nach Ihrem Meinung? Machen unseres Grundwassers, die Lebensqualität überall, wo gefleckt wird, sinkt. Und ich weiß nicht, Wasser ist ein elementares Element, was wir brauchen, um überhaupt zu leben. Ja? Und weltweit sehe ich immer mehr, dass das Wasser wirklich derart in Mitleidenschaft gezogen wird, dass wir das auf die Dauer nicht überleben. Danke. Fracking stop! Hop, hop, hop! 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 Fracking stop!
Stopp! Hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! Hopp, hopp, hopp! Fracking, stopp! Und dann macht er jetzt einfach mal.